US-Präsidentschaftskandidat Trump wehrt sich gegen Vorwürfe in der New York Times, zwei Frauen sexuell belästigt zu haben. In einer Presseerklärung seines Wahlkampfteams heißt es wörtlich, der ganze Artikel ist erfunden. Für die New York Times sei das gefährlich. Ja, diese Veröffentlichung, mit der nur Trump geschadet werden solle, verharmlose sogar sexuelle Übergriffe. Die New York Times hatte von zwei Frauen berichtet, die Trump sexuelle Übergriffe vorwerfen. Einer der Vorfälle soll sich bereits vor rund 30 Jahren in einem Flugzeug ereignet haben. Die Nachrichtenagentur Reuters teilte mit, ihr sei eine Prüfung der Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt bisher nicht möglich gewesen. Die Trump-Kampagne gerät weiter unter Druck. Noch fließen zwar die Wahlkampfspenden, aber Trumps Verluste in den Wahlumfragen zeigen, ob die Anschuldigungen stimmen oder nicht. Trump fehlt eine wirksame Strategie, um auf die Vorwürfe der vergangenen Tage zu reagieren.